Hallo, heute wollen wir in unserem AWK-Tutorial weitermachen. Diesmal geht es weiter mit Kontrollstrukturen, also wenn dann. Dazu habe ich eine kleine Datei vorbereitet, in der sind eben Username, Passwort und Expdate, also wann es expired, also wann das Passwort geändert werden muss. Und ja, an sich können wir ja sagen, okay, wir wollen eben den Usernamen und das zugehörige Passwort hier rausholen aus dieser Liste und haben da jetzt halt folgendes Problem, dass wir Bedingungen finden müssen, ab wann unser Datensatz vollständig ist. Jetzt ist diese Liste natürlich kurz und übersichtlich, deswegen sieht man das natürlich relativ schnell, dass zum Beispiel auch jeder User wirklich ein Passwort hat, aber man sieht eben, dass nicht jeder User ein Expdate hat. Tja, und eine sichere Methode, wie man sowas durcharbeiten kann, wäre zu sagen, okay, ab wann ist mein Datensatz voll? Ja, mein Datensatz ist eigentlich voll, wenn der nächste Datensatz beginnt. Der beginnt hier in unserem Fall mit User. Also müsste ich mir eine kleine AWK-Datei bauen. Und in dieser AWK haben wir wie immer unseren Beginn. Mal gucken, ob wir ihn brauchen. Dann haben wir den Bereich, der immer passiert. Und dann haben wir unseren Endbereich. So. Und wir wissen jetzt, in $1 stand User, in $2, also $1 erstes Feld stand User, in unserem zweiten Feld stand PWD. Das sind die Werte, die uns interessieren. Also kann ich eben mit einem kleinen if, also wenn, in $1, ist eigentlich egal, wenn $1 entspricht User, dann wird eben unser User auf $2 gesetzt. Und dann können wir jetzt mal hier einfach schon mal einen kleinen Test machen. Print User. Nee. Und jetzt lassen wir mal die AWK-Datei runterlaufen und wir sehen schon, wir haben einen kleinen Fehler drin. Ich sehe schon, das muss natürlich eine runde Klammer sein und ein Syntax-Error ist auch noch drin. If $use, ach, genau. Print $user. Also wenn man es ganz sauber macht, würde man hier auch noch solche geschweiften Klammern hier um das if herum machen. Wenn es nur einzeilig ist, kann man es auch weglassen, aber so ist dann wirklich klar, hier beginnt unser f. If, also $1 entspricht User, das ist die Bedingung, wenn die zutrifft, geht er in die geschweifte Klammer rein und setzt den Wert User auf 2. So, wenn wir jetzt mal alles richtig gemacht haben. Jawohl. Die Namen kommen jetzt mehrfach. Das ist aber auch logisch, weil in der Datei stehen ja viele Zeilen und User wird ja nicht geändert. So, also das hat schon mal geklappt. Jetzt brauchen wir das Ganze noch fürs Passwort. Wenn $1 entspricht, ich könnte es auch mal mit gleich machen. PWD. Also jetzt bedeutet es, dass genau diesen Wert haben muss. Bei entspricht hier, da könnte ich jetzt hier auch reguläre Ausdrücke reinschreiben. PWD ist gleich $2.
jetzt lassen wir uns hier mal das PWD ausgeben. Und auch das hat geklappt. Sehr schön. Also die Zuweisung in die Variablen hat schon mal geklappt. Jetzt brauche ich eine Druckbedingung. Und die könnte jetzt zum Beispiel sein, dass ich sage, if length von $0 kleiner 1. So, wenn die Länge der gesamten Zeile kleiner 1 ist, ist die Anzahl der Zeichen da drin, dann print user print user PWD. Mach auch einen Strichpunkt hinten dran, damit es alles schön ordentlich ist. Und dann habe ich jetzt hier meine Liste. Michael 1 ist irgendwie doppelt geworden. Ja, da sind noch zwei Leerzeilen drin. Das lag an diesen zwei Leerzeilen. So, das passiert jetzt nicht mehr, aber okay. Ach, das ist ja die Logon, genau, deswegen. So, jetzt fehlt uns auf einmal der Michael, weil nämlich hinten dran keine Leerzeile mehr kommt und die war ja unsere Druckbedingung. Das passiert in dem Fall sehr häufig, wenn die Druckbedingung praktisch bedeutet, der nächste Datensatz. So, machen wir sie hier. Dann kann man aber diese Druckbedingung YY fürs Kopieren, P fürs Einfügen, kann man diese Druckbedingung einfach nochmal in den Endbereich reinpacken und dieses hier. Man sollte seine Dateien einfach immer schön strukturieren, dann sieht man es besser. Mache ich jetzt mal. Weil so kann man viel leichter sehen, welche Klammer gehört zu wem. Diese Klammer gehört zum if. Das ist diese Klammer. So, jetzt müsste es doch aber funktionieren. Genau. Und jetzt haben wir den Michael auch wieder. Also denkt dran, immer zu prüfen, ob der letzte Datensatz auch mitgekommen ist. Natürlich könnte ich die Druckbedingungen auch anders setzen, indem ich eben hier zum Beispiel sage, if $1 ist gleich User. Und das muss natürlich hier auch, hier fehlt noch ein Hochkomma, ups. So, und die hier ist zu viel. So, also wenn $User, wenn $1 das Wort User enthält, dann soll er drucken. Dadurch würde jetzt allerdings eine Leerzeile am Anfang entstehen, beziehungsweise eben nur dieses Rumpi, weil ich jetzt den ersten Datensatz. Nee, jetzt habe ich dafür gesorgt, dass die Datensätze verschoben sind. Rumpi als Name, was? Sind die Datensätze verschoben? Interessant. Kann natürlich hergehen, hier die Werte wieder löschen nach dem Drucken. Das wäre sowieso sauber, weil man sonst eventuell das falsche Passwort jemandem zuordnet.
Sein Effekt, der verwirrt mich. Ach nee, verwirrt mich nicht. Genau. Weil User ist ja schon der neue Datensatz. Ich habe aber das Passwort noch gar nicht geändert. Aber ich habe den User schon wieder geändert. Deswegen, das geht nicht. Das war keine gute Idee. User als Druckbedingung zum. Ah, doch, warte. Das würde schon gehen. Aber 1, 2, 3, 4, 5. 5DD. Das muss dann natürlich passieren, bevor ich den User neu setze. So. Es wird nicht besser. Gleich User. So. Auch hier habe ich wieder alle Datensätze, aber ich habe eben eine Leerzeile erzeugt. Die könnte ich natürlich User, wenn die Länge von User größer 0 ist, also wenn da überhaupt was drin steht, und dann hätte ich die auch wegbekommen. Also ihr seht schon, so kann man praktisch jetzt mehrzeilige Dokumente schön in einzeilige Listen verwandeln, und das macht AWK eben sehr mächtig mit diesem ganzen Unterbau drunter, dass er einem die Elemente schon aufbereitet in Dollar 1, Dollar 2, Dollar 3 oder eben Dollar 0, die ganze Zeile. Das ist schon wirklich eine feine Sache. Also das hat geklappt. Was man natürlich auch machen könnte, wäre das Ganze mit einem Switch-Case-Konstrukt. Und lass mal den Beginn weg. Ich glaube, den brauche ich hier gar nicht bei der Datei. So, warum macht er das? Ich muss da mal in die Einstellungen gucken. Das ist ja krass. So. Und das heißt, ich entscheide mich auf Dollar 1. Da ist mein Entscheidungskriterium. Also, genau. Heute ist nicht mein Tag. So. Also. Und jetzt gibt es eben Fallunterscheidungen. Case. Da könnte zum Beispiel eben User drin stehen. Und dann würde ich eben sagen, User ist gleich Dollar 2. Und dann wichtig, ich brauche ein Break, damit er auch wirklich den Switch an dieser Stelle verlässt. Sonst würde er einfach den Switch weiter durchlaufen. Ab diesem Moment, wo einmal ja ist, würde er alles weitere durchlaufen bis zum Ende. Und das wäre ja in dem Fall Quatsch. Deswegen muss ich ihm sagen, du bist fertig. So, Break. Und man kann noch so einen Default-Wert mitgeben. Und da er in dem Fall nichts tun soll, Break. Aber man könnte hier eben auch sagen, wenn nichts zutrifft, dann mache bitte das. Das wäre eben dann mit Default. Ja, und hier unten haben wir jetzt eigentlich wieder das gleiche Spiel, dass wir noch eine Druckbedingung brauchen. Also if length von Dollar 0 ist größer, ist kleiner 1. Also wenn wir die Leerzeile getroffen haben, dann eben wieder.
wieder unsere Klammer und hier eben print user pwd. Gut, und danach tun wir auf jeden Fall wieder user leeren und pwd tun wir auch leeren und dann haben wir nämlich die Sicherheit, dass da dann nur der neue Datensatz drin steht. Und auch hier haben wir jetzt wieder die Druckbedingung am Ende. Das heißt, wir brauchen unbedingt die Druckbedingung ein weiteres Mal. So. So kann man es. Och, das will nicht. Egal. Y bedeutet, kopiere diese Zeile, P für einfügen und fertig. Jetzt können wir das Ganze mal ausprobieren, indem wir halt die Switch verwenden statt die if. Und da haben wir jetzt einen Fehler. Okay. Sollte Programme immer Switch Dollar ein. Okay. User Doppelpunkt. User ist Dollar 2. Was ist der da? Near Klammer, near Aha, es war der falsche AWK, nicht der GNU-AWK, sondern der M-AWK. Ja, also solche Fallstricke kann man dann auch haben. Nice, warum installieren die nicht einfach den von der GNU? Man weiß es nicht. Aber ihr wisst es jetzt, sicherheitshalber mal nachgucken, ob es der GNU-AWK oder der M-AWK ist. So, und jetzt steht hier auch GAWK und dann können wir auch sicher sein, dass das Ganze funktioniert. Davor stand hier ja MAWK. Okay, also ich hoffe, damit konnte ich euch jetzt weiterhelfen. Ab jetzt seid ihr in der Lage, mit mehrzeiligen Dokumenten umzugehen. Die ganzen Sachen, die wir bisher gelernt haben, kann man weiterhin anwenden. Und jetzt sind wir einfach in der Mehrzeiligkeit angekommen und da kann man natürlich auch noch ganz schöne Sachen mit AWK, eGrab, SED und ihren Freunden machen. Ja, das war's dann von meiner Seite. Macht's gut. Ciao, ciao.